Nie zuvor haben Menschen so viel gesehen. Elektroakustische Musik als eine erste wahrhaft surrealistische Musik. Zur Gruppe der Surrealisten gehörten Dichter, Maler, Schriftsteller, Fotografen, Dramatiker, Bildhauer, Cineasten, aber kein Musiker. Die Einstellung der Surrealisten gegenüber der Musik schwankte zwischen Gleichgültigkeit und Verachtung. Im Text Le Surrealisme et la Peinture 1925 schleuderte der hohe Priester des Surrealismus André Breton sogar ein ominöses Anathema auf die Musik. Hier seine Worte. In der Tat, die hörbaren Bilder stehen den Sichtbaren nicht nur an Genauigkeit nach, sondern auch an Strenge. Sie sind, ungeachtet einiger Musikliebhaber, nicht gemacht, der Idee von menschlicher Größe Nachdruck zu verleihen. Die Nacht möge also weiterhin übers Orchester hereinbrechen und man überlasse mich, der ich noch anderes auf der Welt suche, man überlasse mich offenen Auges, geschlossenen Auges. Es ist heller Tag meiner schweigenden Kontemplation. So André Breton. Und Salvatore Dalí verachtete die Musik ebenfalls, weil sie nichts Konkretes und nichts Reales ausdrücken könne, sondern nur Emotionen. Dalí behauptete gar, niemals einem Musiker begegnet zu sein, der durchschnittlich intelligent war. Der Grund der heiklen Beziehungen zwischen Surrealismus und Musik ist nicht schwierig zu erraten. Die Musique de Note bzw. die Tonkunst ist wesentlich eine abstrakte Kunst. Und deshalb wurden Pioniere der gegenstandslosen Malerei wie Wassily Kandinsky und Paul Klee von ihr stark inspiriert. Sie ist von der alltäglich erfahrenen Realität sehr weit entfernt. Wie bereits Schopenhauer und die Romantiker gut verstanden, stellt sie eine Realität an sich dar, völlig unabhängig von der sinnlichen Welt. Aufgrund ihrer Losgelöstheit von der konkreten Realität war die Musik demnach ungeeignet, um die Zwecke der surrealistischen Kunst anzustreben, deren Voraussetzung die beständige Gegenwart der Realität war. Die Surrealisten nahmen sich vor, die Wirklichkeit durch nicht rationale Vorgehensweisen, automatisches Schreiben, Collage etc. auszuloten. Um unbekannte Dimensionen von ihr zu entdecken und schließlich eine überlegene und absolute Realität zu erreichen. Die Überrealität. Ende der 40er Jahre allerdings wurde plötzlich eine Spätgeburt einer surrealistischen Musik ermöglicht. Dank der Erfindung der Musik konkret durch Pierre Schaeffer, deren revolutionäre Tragweite in der abendländischen Musikgeschichte nur mit der Entstehung der artifiziellen Mehrstimmigkeit vergleichbar ist. Dessen waren sich einige Hörer des ersten Concert de Bruy am 5. Oktober 1948 durchaus bewusst. In «À la recherche d'une musique concrète» zitiert Schaeffer den Brief eines dieser Hörer, den er nach dem Konzert bekam. Die Musik, die Poe, Lautréamont und Raymond Roussel innerlich hörten, das Geräuschkonzert stellt nicht nur das erste Konzert surrealistischer Musik, sondern meiner Meinung nach, so der Hörer, eine echte
musikalische Revolution dar. Die wichtigen Beziehungen zwischen Surrealismus und elektroakustischer Musik wurden bislang kaum beachtet. In ihrem Artikel Reflections of Surrealism in Postmodern Musics streift Anne Le Baron das Thema im Allgemeinen, nur flüchtig erwähnt sie ein paar Male den Namen Schaeffers, um dann Beispiele surrealistischer Musik in der jüngeren amerikanischen Szene, vor allem im Bereich der sogenannten freien Improvisation und der Klangcollage, zu erörtern. Das Thema Surrealismus und Musik konkret wird auch von Evelyn Gayou in ihrer großen Dokumentation über die Gruppe der Recherche Musicale behandelt. Allerdings wird immer dort lediglich ein kurzer, dreiseitiger Abschnitt gewidmet. Aber obgleich Gayou nützliche Beobachtungen und historische Informationen liefert, trifft sie eigentlich nicht den wesentlichen Punkt der Problematik. Während die Komponisten in den vergangenen Jahrhunderten Ereignisse der akustischen Realität nur durch instrumentale oder vokale Imitation in einen musikalischen Zusammenhang hatten integrieren können, also auf eine eher rudimentäre Weise, wurde nun die unmittelbare Verwendung jedweden aufgezeichneten akustischen Materials möglich. Diese Eigentümlichkeit der elektroakustischen Musik ist wahrscheinlich noch revolutionärer als ihr anderer innovativer Hauptaspekt, die Möglichkeit der Klangsynthese, das heißt die Erzeugung neuer und unerhörter Klänge ex nihilo. Mit den elektroakustischen Mitteln ist es nicht nur möglich, Bruchstücke der Klangrealität als kompositorisches Material zu verwenden, sondern auch diese Realität durch die mannigfaltigsten Verfahren, zeitliche Anamorphosen, Transpositionen, Umkehrungen, Filterungen, Interpolationen, Verschmelzungen, Überlagerungen, Harmonisierungen, Verhallungen etc. zu verändern. Das elektroakustische Studio kann als eine Art alchemistische Küche, in der die akustische Realität manipuliert, transmutiert wird, betrachtet werden. Darüber hinaus sind auch die wesentlichen Techniken des Surrealismus, freie Assoziationen, Montagen, Verzerrungen, Entfremdungen, Metamorphosen, mit denen des elektroakustischen Komponisten extrem verwandt. Es ist kein Zufall, dass sich prominente Komponisten der akusmatischen Tradition, unter anderem Pierre Henry, Bernard Parmigiani, Ivo Malek, Luc Ferrari und François Bayle von der surrealistischen Kunst inspirieren ließen. Bayle bezeichnet seine Generation als Erben des Surrealismus. Beispielsweise ist sein Werk Tremblement de terre très doux ein Echo des Titels des Gemäldes von Max Ernst, Un tremblement de terre fort doux. Und es ist nicht abwegig anzunehmen, dass, wäre die elektroakustische Musik nur wenige Jahrzehnte früher entstanden, sie eine willkommene Aufnahme bei Breton und seinem Kreis gefunden hätte. Durch unerwartete Nebeneinanderstellungen und Überlagerungen von Klangereignissen, die räumlich und oder zeitlich voneinander entfernt sind, kann die elektroakustische Musik den Hörer in abrupter Weise aus der Normalität reißen, um in transreale Fantasieräume und Landschaften erleben zu lassen. Ein paradigmatisches, surrealistisches Moment im musikalischen Oeuvre von François Bayle findet man in Voyage au centre de la tête, Reise zum Mittelpunkt des Kopfes, eine Hommage an Jules Verne,
von 1981. Hier ereignet sich das Treffen zweier Klangbilder, die miteinander zu sprechen beginnen und sich antworten. Das eines verlangsamten Klostergesanges und das der Aufnahme einer Kaffeemaschine. Dieses skurrile Treffen zwischen dem Gesang buddhistischer Mönche und einer Kaffeemaschine erinnert stark an jene berühmte Metapher, mit der der Dichter Lautréamont im sechsten und letzten Gesang der Chant de Maldoror die Schönheit des Jünglings Merwin bezeichnet und die zum Motto der Surrealisten wurde. Schön wie das zufällige Zusammentreffen einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf einem Seziertisch. Zahlreiche surrealistische Momente finden sich auch im Werk von Luc Ferrari, der als junger Mann die Écriture automatique praktizierte. Häufig geht es in der Musik Ferraris um die Gestaltung paradoxer, surrealer Klanglandschaften, in denen man Unregelmäßigkeiten der Sinne begegnet. Als Beispiel kann hier Prescrian Nummer 2, Ainsi continue la nuit dans ma tête multiple, 1977, erwähnt werden. In seinem Kommentar zu diesem Werk schreibt Ferrari: Beschreibung einer nächtlichen Landschaft, die der den Klang aufnehmende versucht, mit seinen Mikrofonen zu erfassen, aber die Nacht ergreift den Jäger und dringt in seinen Kopf ein. Das ist also eine Doppelbeschreibung, die innere Landschaft, die die äußere Nacht verändert, und die Komponente des Hinzufügens einer eigenen Wirklichkeit, der Vorstellung von Wirklichkeit. Oder man könnte sagen, Psychoanalyse seiner nächtlichen Landschaft. Nachdem man im ersten Werkteil die Atmosphäre eines nächtlichen Waldes deutlich hört, fängt im zweiten Teil die innere Landschaft an. Die Nacht dringt in den Kopf des Komponisten ein.